Danke, Sharon. Ja, einen schönen Abend haben die Tappenzählerbahnen schon gestern gehabt, oder besser gesagt, einen stolzen Abend. Der erste von total 11 neuen Tango-Zeugen ist angeliefert worden. Der Schwertransport vom Bodensee auf St. Gallen hat aber auch grosse Herausforderungen mit sich gebracht. Unser Reporter Dominik Zulian hat den Zug, der für einmal auf der Strasse statt der Schiene unterwegs war, begleitet. Grosser Bahnhof, gestern Abend St. Gallen. Der erste von insgesamt 11 neuen Zügen der Appenzellerbahn wird abgeladen. Ein grosses Spektakel, wo viele Schaulustige mitverfolgen. Millimeterarbeit ist gefragt, bis der Zug langsam auf die Schiene rollt. Für den Direktor ein Erfolgsmoment. Es ist ein sehr erfüllendes Gefühl. Wir haben lange dafür geschafft, wir haben intensiv dafür geschafft. Und jetzt ist der Moment da, wo es wirklich langsam konkret wird, wo sich auch das Gesicht der Appenzellerbahn verändert, wo eben auch für unsere Kundinnen und Kunden jetzt wirklich etwas Neues kommt. Gekommen ist der Zug aber auf Räder und nicht auf Schiene. Das, weil die Appenzellerbahnen eine andere Spurbreite haben als die SBB. Knapp 100 Tonnen fahren am See entlang von Alterie Richtung St. Gallen. Für den eingefleischten Schwertransportchauffeur Emil Neff eine bekannte Strecke, die aber auch ihre Tücken hat. Hier zum Auffahren ist eigentlich gar kein Problem, aber so durch den Dörfchen oder Kreisverkehr, dort muss man aufpassen. Es ist manchmal noch ein bisschen eng, dass hier bei den Bienen Maya und überall, dass man nie an einem Ort etwas duschiert und nicht bei den Leuten, die schauen und dem sagen, wie man muss lenken muss. St. Gallen ankommen, geht es ans Abladen und das Koppeln. Ein Zug ist da, 10 weitere kommen in den nächsten Wochen. Mit den Zügen allein ist das Projekt rund um die Modernisierung der Appenzellerbahn aber noch lange nicht abgeschlossen. Für die ganze Appenzellerbahn eine riesige Herausforderung. Da gibt es sehr grosse Koordinationsaufgaben. Und vor allem auch jetzt, wo dann die Strecke unterbrochen ist, sind diverse Teams dran an den Umbauten, mehr an den Testfahrten mit unseren Fahrzeugen. Und das muss alles untereinander koordiniert werden. Und das wird eine sehr, sehr grosse Herausforderung, damit wir da auf Punkt alle aneinander vorbei mögen. Ab August sollen die neuen Tango-Züge die Strecke von Trogen über St. Gallen bis nach Appenzell fahren und lösen so die ältesten Züge, die schon knapp 30 Jahre auf der Schiene sind, ab. Ein Wandel, der mit viel Kosten verbunden ist. Also ein Zug kostet rund 8 Millionen Franken. Wir haben die Fahrzeuge durch die Appenzellerbahn in diesem Jahr knapp 120 Millionen Franken investieren. Und die geben uns natürlich auch eine Generation lang. So macht sich das neue Bähnchen auf zu der ersten Testfahrt auf der heimischen Schiene. Und schon jetzt ist klar, der Tango macht sich lauter bemerkbar als die alten Züge. Ein Spiegel, Erinnerungsstück oder einfach Sachen zum Verstauen. Unter den meisten Betten sieht es gleich aus. Bei der frisch gewählten Miss Schweiz hat es aber weder Nacht drunter. Bei ihr ist es ein süßes Geheimnis, wie Patricia Boser bei ihrem Besuch im Lifestyle entdeckt. Also du schlafst hier in deinem wunderschönen Himmelbettli alleine und du hast gesagt, du hast immer ein Glas Nutella unter dem Bett. Wir machen einmal den Test, der Kameramann geht auf die Knie und siehe da, es ist tatsächlich so. Tatsächlich, das ist für den Hunger um Mitternacht, wenn ich mal Hunger habe und etwas essen will. Ja, was sie sonst noch für intime Geheimnisse hat und wie die frisch gewählte Schönheitskönigin in ihrem Schloss wohnt, das alles gibt es nach einer kurzen Pause auf der